Heute für euch Horace Slughorns dunkles Geheimnis. Das und mehr jetzt in diesem Video. Während wir uns Professor Horace Slughorn zum ersten Mal im Halbblutprinzen nähern, geschieht die Einführung nur wenige Augenblicke vor dem Beginn vor Harrys sechstem Schuljahr in Hogwarts. Die Szene entfaltet sich, als Dumbledore und Harry das Haus von Horace Slughorn aufsuchen. Dumbledore überredet ihn, nach Hogwarts zurückzukehren. Schließlich gelingt es Dumbledore, Slughorn erfolgreich davon zu überzeugen, aus dem Ruhestand zurückzukehren und Zaubertränke zu unterrichten. Doch ohne Harrys Anwesenheit wäre Dumbledore möglicherweise erfolglos gewesen. Slughorn, ein begabter Zauberer und angesehener Professor, war eine Art sozialer Aufsteiger und sah die Gelegenheit, mit Harry in Kontakt zu treten. Mit Harry Potter Zeit zu verbringen, lockte ihn zurück nach Hogwarts, sagte Dumbledore. Er genoss auch die Gesellschaft der Berühmten, der Erfolgreichen und Mächtigen. Er liebte das Gefühl, Einfluss auf diese Menschen zu haben, wollte aber nie selbst auf dem Thron sitzen. Er bevorzugte den Rücksitz, um mehr Platz zum Ausbreiten zu haben. Er wählte seine Favoriten in Hogwarts sorgfältig aus, manchmal wegen ihres Ehrgeizes oder ihrer Intelligenz, manchmal wegen ihres Charmes oder Talents. Er hatte ein unheimliches Talent, diejenigen auszuwählen, die später in ihren verschiedenen Bereichen herausragend sein würden. Horace bildete eine Art Club seiner Lieblinge um sich herum, und mit ihm selbst im Zentrum natürlich. Er stellte sich selbst vor und knüpfte nützliche Kontakte zwischen den Mitgliedern, immer darauf bedacht, eine Art Gegenleistung zu erhalten. Sei es eine kostenlose Schachtel seiner Lieblingsananas oder die Chance, Quidditch-Freikarten, wann immer er möchte, zu erhalten. Im Wesentlichen wählte Horace gerne Favoriten aus all seinen Klassen aus. Er hatte ein scharfes Auge dafür, zu erkennen, ob jemand später einmal in irgendeiner Funktion Größe erreichen würde, und war sehr stolz auf ihre Errungenschaften. Am Anfang des Halbblutprinzen wies Dumbledore Harry an, von Slughorn auserwählt zu werden. Wer ist Slughorn, Professor? Ich erzähle dir das alles, fuhr Dumbledore fort, nicht um dich gegen Horace zu wenden oder wie wir ihn jetzt nennen müssen, Professor Slughorn, sondern um dich auf der Hut zu halten. Er wird zweifellos versuchen, dich zu gewinnen, Harry. Du wärst das Juwel seiner Sammlung, der Junge, der überlebt hat. Nachdem er zugestimmt hat, nach Hogwarts zurückzukehren, verbuchen wir diese bizarre Verhaltensweise auf Slughorns Exzentrizität. Dennoch galt Slughorn als charmant und sehr beliebt bei Schülern und Personal. Er hatte ein Talent, positive und einladende Umgebungen zu schaffen. Slughorn war auch für seine Liebe zu den feinen Dingen des Lebens bekannt, wie gutes Essen und luxuriöse Geschmäcker. Darüber hinaus war er ein ausgezeichneter Professor, der viel Enthusiasmus zeigte und praktische Beispiele lieferte, um den Studenten zu helfen, komplexe Zaubertrankherstellungstechniken zu verstehen. Aufgrund all dieser positiven Eigenschaften nahmen die Leute Slughorn für bare Münze. Später stellte man jedoch fest, dass Slughorn einige Geheimnisse hatte, wie zum Beispiel, dass er Tom Riddle Informationen über Horcruxe gegeben hat. Obwohl diese Erinnerungen extrahiert wurden, wurde er nicht direkt als Schuldiger dargestellt. Stattdessen erschien er eher als unfreiwilliger Teilnehmer, der Informationen zu einem Thema preisgibt, das er sich nicht ausgedacht hatte. Aber ich denke Folgendes. Slughorns wahre Natur war viel dunkler, als seine Fassade vermuten ließ. Ich glaube, dass viele Slughorns Beteiligung unterschätzten, als es darum ging, Tom Riddle zu helfen, und ich denke, er hat einige andere dunkle Geheimnisse in seinem opportunistischen Gehirn. Ich habe drei konkrete Beispiele und Theorien dazu. Erstens, wir alle wissen, dass Slughorn Tom Riddle Informationen über Horcruxe gab. Nun, wenn man seine Seele spaltet und einen Teil davon in einem Objekt außerhalb des Körpers versteckt, kann man selbst dann, wenn der eigene Körper zerstört wird, nicht sterben, denn ein Teil der Seele bleibt erhalten und unbeschädigt. Natürlich wäre die Existenz in solch einer Form für wenige wünschenswert. Zunächst kommt Slughorn sogar als reumütig rüber, seine Erinnerungen geändert zu haben, um der Schande zu entgehen, mit einem solchen Gespräch in Verbindung gebracht zu werden. Aber als die Wahrheit ans Licht kam und enthüllt wurde, dass Slughorn Tom Riddle tatsächlich entscheidende Informationen über Horcruxe gegeben hatte, war ich irgendwie zunächst skeptisch. Warum zum Teufel sollte jemand wie Slughorn wissen, wie man Horcruxe herstellt? Das Thema Horcruxe ist in der Zaubererwelt nicht nur ein Tabu, sondern auch unglaublich unerforscht. Die meisten guten Hexen und Zauberer würden sich nicht trauen, über ein Thema wie Horcruxe zu lernen, und scheinbar weiß auch sonst niemand in der Saga etwas darüber. Hier haben wir also einen angesehenen Professor von Hogwarts, der die Horcruxe in- und auswendig kennt. Zweitens, wenn Slughorn so beschämt war, dass er das Bedürfnis verspürte, seine Erinnerungen zu ändern, um der Schande zu entgehen, warum dann nicht zweimal?
Nur weil Dumbledore das bekommen hat, was er aus den echten Erinnerungen von Slughorn wollte, bedeutet das natürlich nicht zwangsläufig, dass diese Erinnerungen nicht auch verändert wurden. Vielleicht wurden sie auch verändert, als Slughorns Erinnerungen enthüllt wurden und nur ein Hauch der Wahrheit durchschimmerte. Vielleicht fühlte Slughorn, dass er durch die Preisgabe einiger Informationen von einem viel größeren Geheimnis ablenken könnte. Einem viel größeren Geheimnis, was mich zu meiner nächsten Theorie führt. Und zwar, dass Slughorn einst Ambitionen hatte, Horcruxe selber zu erschaffen. Nein, ich glaube nicht, dass er tatsächlich einen erschaffen hat, und ich sage das, weil es nicht genug Beweise gibt, um so etwas zu unterstützen. Lasst mich aber kurz zuerst feststellen, dass Slughorns Bestreben, Horcruxe zu erschaffen, aus einem ganz anderen Gedankengang heraus entstanden ist als Voldemorts. Slughorn wollte nicht unbedingt Unsterblichkeit oder hatte Angst vor dem Tod. Stattdessen wurde Slughorns Wunsch, einen Horcrux zu erschaffen, durch seine eigene dunkle Neugierde und Besessenheit gepaart mit dem Wunsch, sein Wissen und seinen Einfluss zu bewahren. Die Neigung zum Sammeln und Bewahren von Verbindungen zu einflussreichen Personen deutet darauf hin, dass Slughorn möglicherweise sein Reichtum an Wissen, Verbindungen und Einfluss über sein sterbliches Leben hinaus bewahren wollte. Das Sammeln von Schätzen könnte ein Mittel gewesen sein, um sicherzustellen, dass sein Vermächtnis, sein Wissen und sein Einfluss überdauern. Außerdem hat Slughorn historisch gesehen eine Faszination für dunkle Magie gezeigt, was es sehr wahrscheinlich macht, dass er von dunkler Neugierde getrieben wurde, um zu erforschen und zu experimentieren. Aber ich vermute auch, dass Slughorn es nicht in sich gehabt hätte, erbarmungslos einen Mord zu begehen. Wegen dieses Aspektes würde Slughorn letztendlich scheitern, und vielleicht ist zumindest ein Teil von Slughorns ungewöhnlichem Verhalten auf die Tatsache zurückzuführen, dass er dunkle Geheimnisse beherbergt. Das bringt mich zu der nächsten Theorie. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Slughorn dafür bekannt, Leute zu sammeln und sie in seinen Slug-Club einzuladen und sie dann wie Trophäen zur Schau zu stellen. Seine Beziehungen zu seinen geschätzten Schülern sind, gelinde gesagt, ungewöhnlich, da er sie eher als Objekte und nicht als Individuen behandelt. Ich würde sogar wetten, dass er Lob für die Leistungen seiner Schüler annehmen würde, aber wir müssen bedenken, dass Slughorns Beziehungen zu seinen geschätzten Schülern von einer Kombination aus Eigeninteresse, dem Wunsch nach Bestätigung und Anerkennung dienen. Der Slug Club dient als Plattform für Slughorn, um sich mit talentierten und einflussreichen Personen zu assoziieren, was wiederum sein eigenes Gefühl von Wichtigkeit und Status innerhalb der Zaubererwelt erhöht. Slughorns Angewohnheit, mit seinen ausgezeichneten Schülern anzugeben, kann als eine Erweiterung seines Egos und seines Bedürfnisses nach Bewunderung gesehen werden. Und hier nochmal klarer. Slughorns scheinbar unschuldige Art ist nur eine Fassade, und indem er so handelt, ist er in der Lage, Ereignisse und Menschen zu manipulieren, um seine eigene versteckte Agenda zu bedienen. Indem er seine Schüler lobt, kommt er als netter Kerl rüber, aber ich denke, das ist alles nur Teil des Schauspiels. Eine von Slughorns Fähigkeiten besteht darin, die Wünsche und Unsicherheiten anderer zu erkennen und auszunutzen. Er weiß, wie er ihre Ambitionen und das Verhalten nach Anerkennung mit Komplimenten und Lob ansprechen kann, um ihre Gunst zu gewinnen. Indem er ihre Talente anerkennt und sie sich besonders fühlen lässt, gewinnt er ihr Vertrauen und ihre Loyalität effektiv, indem er sie manipuliert, damit sie nach seiner Pfeife tanzen. Ich denke, dass Slughorn sich absichtlich so positioniert, dass er Freundschaften mit begabten Schülern schließt, um sie später ausnutzen oder zu seinem Vorteil zu nutzen. Du wirst jetzt vielleicht denken, dass dies keine neue Information ist. Wir alle wissen, dass Slughorn in seinem Eigeninteresse handelt. Aber diese Theorie besagt, dass Slughorn wenig echte Achtung für seine Schüler hat und dass er strikt aus Eigeninteresse handelt. Ich glaube auch, dass er einen geringen moralischen Kompass hat, wenn es darum geht, welche Studenten er bereit ist zu manipulieren, um Verbindungen einzugehen, wenn er glaubt, dass sie Großes leisten werden. Ob gut oder schlecht, er wird eine Beziehung zu dem Schüler aufbauen, um sich für die Zukunft besser zu positionieren. Aus dieser Perspektive ist es höchst unwahrscheinlich, dass Slughorn echte Reue empfindet, weil er Voldemort Informationen über Horcruxe gegeben hat. Um kurz Ollivander über Voldemort zu zitieren, er tat großartige Dinge, schreckliche ja, aber großartige. Und das war's mit diesem Video. Was denkst du darüber? Denkst du, Horace Slughorn hat Schüler nur zu seinem Eigeninteresse manipuliert? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.